Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Aufgebraucht-Video aus dem Monat August und dieses Mal ist die Kiste noch nicht mal voll geworden. Ne? Ich war nicht ganz so fleißig, aber ich hatte, glaube ich, auch sehr viele sehr ergiebige Produkte in Anwendung oder habe sie noch in Anwendung. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal durch diese ganzen Sachen durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Format drehe ich monatlich, da sammle ich dann einfach immer so ein bisschen meinen Beauty-Müll und packt das immer in mein Körbchen und mache euch dann dazu am Ende des Monats so eine kleine Review, dass ich euch einfach erzähle, wie waren die Produkte, wie ist so meine Empfindung dazu. Ich muss ein bisschen aufpassen, denn Mr. Wow liegt hier genau vor meinen Füßen. Der hat sich gedacht, unter diesem Schminktisch zu liegen ist eine total gute Idee. Manchmal glaube ich echt, der ist eine kleine Katze, ich weiß es nicht. Naja, genau. Und ich finde einfach diese Formate immer super hilfreich und spannend, weil ich dadurch auch für mich persönlich immer die besten Reviews von meinen Kolleginnen und Kollegen sehen kann. Und ja, genau, deswegen sind wir hier. Zuallererst möchte ich mich aber von ganzem Herzen bei euch allen bedanken, denn ihr seid der Grund, weswegen ich hier bin. Wir sind jetzt einfach 35.000, das ist unfassbar. Also allein diese Zahl sich vorzustellen, ist für mich jedes Mal aufs Neue einfach so, ne? Also ich komme da wirklich, also das ist unglaublich. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich schon seit 6 Jahren auf dieser Reise begleitet, teilweise wirklich seit Anfang an mit dabei. Auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer. Viele kommen jetzt sehr wahrscheinlich auch wegen der Adventskalender jetzt neu dazu. Bitte bleibt, es wäre richtig cool, wenn ihr der Crew auch beitretet und dann das ganze Jahr über ein bisschen Beauty-Content von mir genießt. Und ja, genau, also ich fände es richtig geil. Auch ein ganz großes Dankeschön geht an meine Kanalmitglieder. Das ist so immens, also das ist unglaublich, dass es Menschen gibt, die einen dann halt nochmal intensiv supporten, die dann auch Ansprechpartner sind, wenn ich irgendwelche Fragen habe und so weiter. Und ja, es ist einfach unglaublich, dass du Teil dieser Crew bist, dass du mit dabei bist und mich auf meinem Weg begleitest. Also vielen, vielen Dank. Ganz viel Liebe geht jetzt einfach schon mal direkt raus. Und eben weil ich mich so freue und weil ich einfach diese 35.000 als so immense Zahl erachte, möchte ich auch in diesem Video wieder eine Verlosung machen. Ich verlose einen selbst zusammengestellten Adventskalender. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Schau gerne mal rein. Da sind Produkte aus dem Beauty-Bereich drin. Vielleicht das ein oder andere Food-Produkt auch mit dabei. Ne? Und ja, genau. So viel erstmal so am Anfang als kleiner Start in das Video. Und jetzt starten wir wir zeigen jetzt einfach mal ein Produkt in die Kamera. Wir starten von unten und da habe ich hier meine Yessa Intim Waschlotion leer gemacht. Ich habe die sensitive, parfümfreie Variante halt immer gerne in Anwendung. Ich kann genauso gut, jetzt gerade aktuell ist sie halt einfach leer. Ich habe gerade noch keinen Nachschub, warte noch auf meine Bestellung von Rossmann, wo ich mir eine neue bestellt hatte. Ne? Und genau da, ja, kann ich dann in der Zwischenzeit auch einfach zum Beispiel das Baby-Shampoo von meinem Sohn verwenden, weil das halt auch parfümfrei ist, was ich gekauft habe. Mein Freund kauft es gerne mit Parfum. Und ja, genau, finde ich sehr angenehm, hilft mir. Viele sagen auch, Mensch, warum nimmst du nicht einfach irgendwie Wasser dafür? Einfach, weil ich das irgendwie, ich finde es angenehmer. Und ich verwende es auch so ein bisschen, wenn ich mich untenrum zum Beispiel rasiere, als Rasierhilfe quasi. Ja, genau, hier sind auch Produkte rundherum, also sowohl Drogerie als auch höherpreisige Produkte drin enthalten. Hier habe ich zum Beispiel von Yepoda diese After Sun Moment Face Mask auch mir gekauft und aufgebraucht. Achtung, nicht nach einem Enzympeeling verwenden, habe ich gemacht, war nicht so schlau. Das brennt leider ein bisschen, ansonsten ist die bestimmt 1A. Die war richtig schön nass. Ich mag auch gerne diese Yepoda Masken, aber nicht, wenn ich halt an meinen Peeling-Tagen die verwende. Das war nicht ganz so nice, ne? Da war meine Haut nicht ganz so happy drüber. Ja, ich weiß nicht, wir haben hier, glaube ich, auch irgendwie so Niacinamide oder sowas mit da drin. Das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ja, Niacinamide, Aloe Vera haben wir hier mit dabei. Das hat dann wahrscheinlich nicht ganz so harmoniert. Ich habe mal so ein Video gedreht, welche Wirkstoffe am besten nicht unbedingt miteinander zu kombinieren sind. Nach einem Peeling Niacinamide zu verwenden, ist meistens nicht so die intelligenteste Geschichte und ich habe es mir einfach nicht durchgelesen. Da dumm. Was hingegen immer grundsätzlich intelligent ist, ist, wenn ihr Fans von Dalton seid zum Beispiel, darauf zu warten, dass ich einen Code habe, was jetzt aktuell der Fall ist. Da könnt ihr nämlich gerade mit Beauty Claudi 20% sparen und da habe ich natürlich auch ein paar Produkte aufgebraucht. Und das ist halt die Pflegebrand meines Vertrauens, einfach weil die von den Inhaltsstoffen her bei den meisten Produkten, die ich so verwendet habe und euch dann auch immer wieder zeige, ne, richtig tolle
Wirkstoffe drin habe, haben, die auch mit meiner Haut sehr gut funktionieren. Ich habe eine sensible Haut und da läuft auch gerade die Dalton-Woche. Heute haben wir Sonntag, das heißt, das Video von der lieben Amelie with Love zum Thema Anti-Aging müsste dann auch heute online gehen. Schaut gerne bei den Kolleginnen vorbei. Ich habe hier eine kleine Übersicht mal erstellt und da haben wir uns nämlich überlegt, Mensch, wir sind 7 Mädels, wir haben alle diese Woche einen Code, lasst uns doch irgendwie gemeinsam was starten. Und da hat sich jede quasi ihr Haupthautproblem rausgesucht und witzigerweise haben wir alle unterschiedliche und dazu ein Video hochgeladen. Also ich habe mir natürlich die sensible Haut vorgeknüpft und da haben wir jeweils unsere 5 No-Brainer-Produkte euch gezeigt. Also das sind unsere Tipps für euch und schaut gerne mal bei den Mädels vorbei, wenn ihr möchtet. Und wie gesagt, Beauty Claudi könnt ihr jetzt heute noch anwenden. Ne? Da habe ich hier einmal die Hydrolift Express Mask verwendet. Das ist halt so mein Produkt, was ich gerne verwende, wenn ich sowohl Feuchtigkeit haben möchte, als auch diesen Glättungseffekt. Und diese Maske kann ich halt bis zu 3-mal verwenden. Ich mache das halt auch wirklich im Sommer so, dass ich sie in den Kühlschrank packe, dann verwende ich sie, habe sie dann ja 15 oder 10 Minuten, je nachdem wie lange ich sie zum Körper eincremen brauche, auf dem Gesicht, packe die dann wieder hier rein, mache das halt schön zu, klappe das auch so ein bisschen um, dann mache ich das meistens mit so einer Büroklammer zu, wenn ich die halt in den Kühlschrank mache, ne? Und dann hast du so viel Serum hier noch drin, das ist unglaublich. Und dann kann ich die halt wirklich am nächsten Tag und auch am übernächsten Tag nochmal verwenden. Das ist so angenehm. Das ist ein richtiger Saugnapf auf dem Gesicht und die gibt halt ja vor allem das erste Mal richtig Dollfeuchtigkeit. Die nächsten Male hast du halt nicht mehr so super viel Serum drin, ne? Aber was die vor allem macht, ist halt dieser Lifting-Effekt. Also ich mag die richtig gerne, empfehle euch die auch immer wieder. Also wenn ihr was bei Dalton bestellt, gönnt euch die einfach mal. Das ist halt gerade, wenn ihr irgendwelche krassen Vorhaben habt oder so, ne? Die ist hammermäßig. Also kann ich euch mega empfehlen. Die ist Bügeleisen. Richtig toll. Dann habe ich hier noch ein Duschgel aufgebraucht und zwar von Jean and Len. Da habe ich mir jetzt auch den Adventskalender gekauft wieder, natürlich. Welchen kauft sie sich nicht? Falls ihr Wünsche habt für Adventskalender, gerne in die Kommentare schreiben. Das ist mit Aloe Vera und Gurke gewesen. Das ist wirklich so ein abgefahrenes Duschgel. Das ist ganz, 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 ganz crazy gewesen. Dieser Gurkenduft ist ja entweder du liebst ihn oder du hasst ihn. Im Sommer finde ich den so erfrischend. Und auch in Kombination mit diesem Aloe Vera war das so... Also gerade wenn ich so einen 35 Grad draußen Tag hatte, ne, viel durch die Gegend gelaufen, geschwitzt wie sonst was, da fühlt man sich ja fast wie in Salzlage gelegt. Und wenn man dann abends duschen gegangen ist und dieses Duschgel verwendet hat, war das so geil. Also ich habe es echt genossen. Auch wenn ich anfangs erst dachte, dass der Duft schon ziemlich, ziemlich krass ist, aber ich mochte es. Ja, dann habe ich auch was aufgebraucht und zwar, beziehungsweise die habe ich noch in Anwendung. Ich glaube, Maxim hat die so nicht mehr, was ich im Shop drin, das weiß ich gar nicht. Knights Beauty ist ja die Marke, die Maxim Giacomo, ne, auch bei sich im Online-Shop mit aufgenommen hat. Der hat ja super viele verschiedene Produkte gehabt und auch verschiedene Linien. Und jetzt hat er ja irgendwie, ich weiß nicht, ob er schon geschlossen hat oder ob gerade wirklich der Sale noch läuft. Dann ist es natürlich in der Infobox verlinkt. Da hatte ich nämlich oder habe ich diese Seife in Anwendung. Ich verwende die sowohl für meine Hände als auch zum Pinselreinigen. So, so gut. Ich habe so ein Magnetding, da mache ich die halt dran und dann macht das, ne, also ist es quasi, klebt das mit dem Saugnapf bei mir an den Fliesen und dann kann ich die halt immer runternehmen und dann meine Hände damit waschen oder halt meine Pinsel. Die ist sehr, sehr schön und die hat, glaube ich, auch gar keinen wirklichen Duft gehabt. Also die ist relativ geruchsneutral gewesen. Ja, also da waren auch 50 Gramm drin. Sehr schade, muss ich wirklich sagen, dass er sich da entschieden hat, quasi den Online-Shop zu schließen. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, was er so dann in Zukunft noch weiter vorhat, ne? Weil eigentlich waren die Pinsel waren geil, die Multitools waren echt großartig, diese, ne, Herzchen und so. Und ja, echt schade. Dann habe ich was aufgebraucht, was ich... euch richtig empfehle. Und zwar ist es die Augencreme von Dalton. Das ist die Regenerant Soja Repair regenerierende Augencreme. Also das ist auch wirklich die beste Augencreme für meine Augen, die es aktuell generell auf dem Markt gibt. Die ist super reichhaltig. Jetzt muss ich kurz mit Sammys Pfoten aufpassen. Ja, ich musste meinen Fuß gerade abstellen. Der stand nämlich die ganze Zeit ganz komisch eingequetscht auf meinem Stuhl. Mr. Wow pennt. Das ist unglaublich. Aber naja, jetzt füßeln wir ein bisschen. Genau, er füßelt mich gerade richtig an. Oh, so krauli. Frauchen kann gerade nicht kraulen. Naja, auf jeden Fall habe ich gerade schon so nah gezeigt, ne? Mega Empfehlung. Die ist sehr reichhaltig. Ich kann die halt auch morgens verwenden, weil ich halt eine richtig krasse Trockenpflaume bin. Das, ne, ist halt wie es ist. Aber wenn ihr wirklich das Problem habt, dass ihr sagt, Mensch, meine Augen, die sind so trocken und halt auch empfindlich,
ist das vielleicht eine Idee? Also die ist auch nicht so super, super, super teuer. Ich glaube, die kostet normalerweise 28,50 und jetzt geht halt auch noch mit meinem Rabatt was runter, ne? Ich hatte vorher auch viel die Avocado Cream von Kiehl's oder halt auch die Ultra Rich von, oder die Rich, nee, die All About Ice Cream Rich von Clinique in Anwendung. Die waren mir aber irgendwann nicht mehr reichhaltig genug. Und dann hatte ich halt wirklich letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres richtig Probleme auf meinen Augenlidern und habe dann mit meiner Ansprechpartnerin bei Dalton geschrieben, die dann halt quasi auch noch mit den Spezialisten dort geschrieben hat, weil das sind ja halt auch im Team sehr krasse, dermatologisch ausgebildete Menschen. Und die haben mir halt wirklich die hier empfohlen. Die hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Und deswegen, ich laber und laber. Ich bin saumäßig begeistert und möchte euch die wirklich ans Herz legen. Also wenn ihr da Probleme habt, absolute Empfehlung, wirklich. Dann habe ich ein Peeling aufgebraucht. Das ist hier von Balea Natural Beauty, das reichhaltige Ölpeeling gewesen. Das ist gut, aber es ist nicht so gut, wie ich das von Dalton empfinde. Aber das ist halt so ein richtiges Spa-Peeling natürlich. Oder das von, was hatte ich denn letztens? Dieses Sanddorn, war das Alverde? Ich glaube schon, ne? Das ist ja richtig mindblowing gewesen, was ich letztes Mal aufgebraucht habe. Das war so gut. Trotzdem, es ist schön, man muss hier wirklich aufpassen, Leute. Wenn ihr euch rasiert habt, verwendet kein Ölsalzpeeling. Au, au, au. Vor allem untenrum. Also ihr lauft unter den Achseln rum wie so ein, keine Ahnung, Türsteher. Und untenrum lauft ihr dann auch irgendwann richtig breitbeinig dann rum. Das tut so weh. Und ja. Seid schlauer als Claudi. Vor allem, ich habe diesen Fehler ja nicht nur einmal gemacht. Ich habe den schon so häufig gemacht und jetzt letztens halt auch einfach nochmal. Naja, war nicht so klug. Trotzdem, schönes Peeling, hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir hier etwas, ich glaube in der Trend Raider Box drin gehabt, eine Mundspülung von Paper Dent ist das. Ja, die fand ich echt sehr, sehr gut. Die war super mild. Ich habe ja sonst auch immer diese sensitiven Dentodent oder sowas in Anwendung, was ich immer nach dem Zähneputzen oder halt auch mehrmals täglich mir dann halt gebe, ne? Und genau, nach dem Zähneputzen benutze ich ja auch immer nochmal Zahnseide und dann mache ich nochmal eine Mundspülung. Oh, richtig toll für die Zahnzwischenräume und ja, die hat mir auch gut gefallen. Also was ich halt wirklich auch nice fand, war halt diese Tetra-Verpackung quasi. Das war halt auch mal irgendwie was anderes, ne? Ich fand es schön, also kann ich auch empfehlen, das sich mal anzugucken. Ne? Ja, meine liebste Bodylotion, die es halt auch bei Dalton gibt, ist hier diese Aftersun Bodylotion. Gerade im Sommer echt ein Traum, ne? Wenn du halt die ganze Zeit so in der Sonne abgechillt hast und halt wie gesagt wir diese Salzgeschichte haben und so. Und du dir dann halt diese Bodylotion gibst, ist das für die Haut eine ganz, ganz tolle Beruhigung. Ich glaube, wir haben ja auch Panthenol oder sowas mit dabei. Und ja, Panthenol steht an zweiter Stelle, 1A. Super beruhigend, auch natürlich bei Sonnenbrand richtig gut geeignet, aber lasst es nicht so weit kommen. Ne? Und wenn ihr richtig doll Sonnenbrand habt, so als kleiner Pro-Tipp, kann ich euch zum Beispiel auch empfehlen, Ceramidserien zu verwenden. Wenn ihr euch das großflächig aufgebt, würde ich jetzt nicht unbedingt das von Dalton verwenden, weil dafür ist es vielleicht ein bisschen zu hochpreisig. Das ist dann wirklich eher für die Gesichtshaut gedacht, ne? Aber wenn es so Rücken verbrannt ist oder keine Ahnung, wie auch immer, oder auch Kopfhaut, ne? Und ihr dann da halt zwischenzeitlich irgendwie was braucht und euch relativ egal ist, wie ihr dann quasi danach aussieht, dann Ceramidserien. Die gibt es auch in der Drogerie, weil das ist halt ein ganz reparierender Inhaltsstoff. Panthenol ist beruhigend, ne? Und ich glaube, Panthenol gehört auch irgendwie zur Familie der Ceramiden oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier auch eine ganz, 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 ganz angenehme Bodylotion. Meine liebste von Dalton. Die würde ich auch ganzjährig auch im Winter verwenden, auch wenn ich vorher nicht in der Sonne war, ne? Ja, ich habe aber auch noch viele, viele andere Bodylotions aufgebraucht, einfach weil meine Haut es gebraucht hat. Sie hat da wirklich nachgerufen. Deswegen, hier habe ich eine aufgebraucht. Das war nur so eine kleine Tropical Caramel Body Butter. Wir wissen alle, an was uns das erinnern soll. Das gab es irgendwo oder gibt es bei I Heart Revolution oder bei Revolution selber, ich weiß nicht. Da gibt es so ein Dreier-Set und da habe ich diese hier mal aufgebraucht. Ja, sie riecht schon sehr tropisch karamellmäßig, was hier draufsteht. Aber sie riecht bei weitem nicht so wie das Original. Weil wenn du das Original verwendest, riechst du im Prinzip ja auch noch stundenlang. Ne? Also dann hast du halt wirklich diesen Duft an dir. Der war verflogen, als ich aus dem Badezimmer raus war. Also das war halt wirklich für den Moment. Und auch wirklich eine schöne, reichhaltige Creme für den Körper. Aber ne, da merkst du halt schon, dass es halt eher so eine ganz weit entfernte Nachbarin sein möchte. Vielleicht so ein, zwei Straßen weiter. Wenn ihr nur Feuchtigkeit aufs Gesicht haben möchtet und das abends haben möchtet, weil die ist jetzt nicht vorm Schminken gut geeignet, kann ich euch hier von Dalton die Pink Splash Moisturizing Mask empfehlen.
Ich mag die gerne. Ich mag es auszusehen als, ne, das ist halt wirklich, du bist pink im Gesicht. Das ist eine pinke Maske. Ich finde sie witzig. Ich finde sie auch super angenehm. Sie ist nicht glättend. Also sie ist halt auch eigentlich, ja, halt nicht so für, also sie ist überhaupt nicht anti-aging oder slow-aging gedacht, sondern sie ist wirklich feuchtigkeitsspendend und ja. Die ist gut. Dann habe ich hier die Scholl Fußmaske verwendet. Die habe ich verwendet, bevor ich das Event von Maxim hatte. Ja, ja, es ist halt eine schöne Maske. Repariert, spendet Feuchtigkeit, regeneriert. Ich finde schon, dass sie meine Füße einen Tick schöner gemacht hat. Also, ne, klar, dadurch, dass Sommer ist, laufe ich hier super viel barfuß. Dementsprechend habe ich dann auch etwas trockenere Füße. Ich persönlich bin halt eher so eine, die sagt, Mensch, komm, pack dir dick Fußcreme drauf, mach dir Wollsocken, nein, nicht Wollsocken im Sommer, irgendwelche Baumwollsocken drüber und geh damit entweder schlafen im Bett oder leg deine Füße halt hoch und leg dich auf Couch und dann lass es einziehen. Aber das muss eigentlich nicht unbedingt sein. Eigentlich nicht, bin ich ehrlich, aber war in der Box, habe ich gemacht, fand ich okay. Ja, dann habe ich Zahnseide-Sticks aufgebraucht und die würde ich euch auch immer empfehlen. Das sind die aus dem Action. Die sind super günstig. Du hast hier 75 Stück drin, zahlst dann Appel und ein Ei für, ne? Und wie gesagt, ich verwende sowas immer nach dem Zähneputzen. Und also mindestens einmal täglich verwende ich Zahnseide. Es hilft mir. Ich merke einfach, dass meine Zähne dadurch besser sind. Mein Zahnarzt reflektiert mir das auch entsprechend. Ich gehe ja zweimal im Jahr zum Zahnarzt wegen Kontrolle und professionelle Zahnreinigung. Und ich habe weniger mit Löchlein zu kämpfen, als ich das halt noch vor ein paar Jahren hatte. Also seitdem ich regelmäßig Zahnseide verwende, regelmäßig Mundspülung mache, das hilft schon, ne? Und ihr solltet darauf achten, dass wenn ihr halt irgendwelche Zahnpasten verwendet, dass ihr halt nicht welche mit richtig krassen Schleifpartikeln verwendet. Und wenn ihr die unbedingt mal verwenden wollt, dann verwendet sie nicht täglich, geschweige denn mehrmals täglich, ne? Ich habe hier, glaube ich, auch noch Zahnpasta drin. Oh, ey, ich muss mich kurz mal... Ah, genau, das ist das Ceramidserum, was ich euch empfehlen wollte, wenn ihr irgendwie Sonnenbrand habt oder so. Von Balea, das Vital Plus Ceramidserum. Ne, das hat mir auch echt gut gefallen. Das ist für mich persönlich, von der Wirkung her, ist es kein Vergleich zu dem, was Dalton halt im Sortiment hat. Weil du merkst halt die unterschiedliche Qualität... Ne? Das ist einfach so. Wenn ich zum Beispiel zweimal die Woche mache ich ja Enzympeeling und wenn ich dann danach meine Gesichtspflege mache, verwende ich danach gerne ein Ceramidserum oder irgendwas mit Panthenol oder irgendwas, was halt meine Haut chillt. Und das von Dalton ist halt richtig krass geil beruhigend und das hilft meiner Haut. Und das merke ich richtig. Das ist wirklich, ich merke diesen Effekt, ich sehe diesen Effekt. Bei diesem hier war es halt, ich habe es auch jeden Abend angewendet. Es war gut, aber es war bei weitem nicht so reparierend, wie ich das halt einfach gewohnt war. Ne? Bin ich verwöhnt? Ja, vielleicht ein Stück weit. Trotzdem ist es ein sehr gutes Serum. Das muss ich wirklich sagen. Stelle ich auch zur Seite, weil ich mache ja demnächst auch so ein Komplettvideo, wo ich halt ganz viele Balea-Produkte euch auch zeige, weil ich teste mich aktuell auch durch Balea und Isana durch. Also das sind halt so aktuell meine To-Do-Geschichten, die ich da so habe. Dann habe ich hier von Pixie by Petra Augenpads aufgebraucht, die Beautify Brightening Eye Patches. Ich verwende jeden Morgen Augenpads und deswegen begrüße ich es sehr, wenn Firmen es anbieten, dass die halt so, ja, solche großen Packs haben. Das hier habe ich aber von Emmy geschenkt gekriegt. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Habe ich mich echt drüber gefreut und die fand ich gut. Also die haben bei mir auch gut gehalten, die haben gut Feuchtigkeit gegeben. Und ja, meine Augenpartie hat sich danach auch echt gut angefühlt. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ne? Also die waren auch gut mit Feuchtigkeit durchtränkt. Die waren gut. Dann habe ich hier noch etwas aufgebraucht von Dalton. Und zwar ist das die Face Care Intense Nourishing Hydrolipid Creme Maske. Warum ist das hier so spackig? Man weiß es nicht. Da ist irgendwas dran gekommen. Ja, das ist ein relativ neues Produkt und auch ein sehr, sehr nährendes Produkt. Also wenn ihr so Probleme habt, dass eure Haut feuchtigkeitsarm ist oder fettarm, dann ist das hier was. Weil da sind Lipide drin, also Fette, die dafür sorgen, dass eure Haut eine gewisse Barrierefunktion wiederbekommt. Und das merkst du halt auch richtig, wenn du die aufträgst. Und ich lasse gerne solche Crememasken auch einwirken, zusammen halt mit Augenpads, ne? Während ich morgens dann einfach meine Zähne putze. Und in der Zeit habe ich immer irgendwie eine Crememaske drauf. Ja, jeden Morgen. Und ich habe auch für jeden Tag dann so unterschiedliche Masken oben immer bei mir stehen. Dass ich dann halt auch wirklich anhand meiner generellen Pflegeroutine, die ich habe, auch die Maske entsprechend habe. Dass mir eben nicht sowas passiert, dass ich halt Niacinamide mit einem Enzympeeling normalerweise kombiniere. Da dumm. Ja,
Die hat mir sehr gut gefallen, kann ich euch empfehlen. Ich mag generell diese nährenden Masken und das ist auch eine neue Formulierung beziehungsweise auch mit einem neuen Verpackungsdesign, dass du hier zum Beispiel auch 94% natürliche Inhaltsstoffe drin hast, ein veganes Produkt und so weiter. Also das ist schon eine gute Maske gewesen. Dann habe ich hier noch ein Peeling aufgebraucht von Bahia. Da habe ich nur ein, zwei Anwendungen von gehabt. Lost Paradise. Oh. Das war schade. Also, die haben ja verschiedene Reihen, ne? Aber diese Lost Paradise-Reihe, die war nix. Die war halt leider viel zu sanft. Ananas Tonka, was ein großartiger Duft, Leute. Aber was eine maue Peeling-Wirkung, das war ja nix. Nee, ich mag es halt gerne schrubbelig. Das hat nicht geschrubbelt, das war schade. Dann hat Julius noch was aufgebraucht. Das ist, ich würde schon sagen, so unsere liebste Creme, die wir für ihn kaufen. Ich muss mal schauen, ob es die auch noch irgendwie in einer größeren Variante gibt. Das ist von Baby Love, die Gesicht- und Körperpflegecreme Sensitiv mit Kamille, Panthenol und Sonnenblumenöl. Ne? Also eine sehr schöne Creme, die wir ganz gut bei ihm verwenden können und konnten. Jetzt aktuell haben wir eine in einem... Also eine Lotion richtig in Anwendung, das ist etwas reichhaltiger. Aber jetzt ist es halt auch so, dass er auch gar nicht so super krass reichhaltige Sachen braucht. Klar, der läuft jetzt natürlich auch kurzärmig und kurzbeinig rum und dann cremt man es halt einfach häufiger ein. Und ja, genau, aber die ist sehr, sehr empfehlenswert. Auch sehr mild, ne? Dieses Sensitive, das merkst du einfach. Deo habe ich natürlich auch gebraucht, das ist Sommer, hallo, von Dove Go Fresh mit Pflegecreme, Apfelduft, ja. Ob ich jetzt den Apfelduft nochmal brauche, weiß ich nicht. Ich mochte dieses Deo auf jeden Fall, das hat mich geschützt. Und ich finde das, was ich jetzt aktuell in Anwendung habe, noch ein Tickchen besser, weil das noch ein Tickchen mehr macht. Das ist dieses von Aveo, das gibt es ja bei Müller. Das ist irgendwie noch ein bisschen schützender. Das hier war halt mehr so sanft. Erfrischend, aber jetzt nicht so kabäm, ich mache jetzt, dass du nie wieder schwitzt. Ne? Das war es jetzt halt leider nicht. Augenpads habe ich aufgebraucht. Jo, die beiden, die zeige ich euch jetzt mal nebeneinander. Einmal habe ich hier von Dalton meine liebsten Augenpads. Das sind einmal diese hier. Die sind ja wohl mal fantastisch. Das sind kleine Mini-Bügeleisen, die auch wirklich sehr, sehr toll sind. Halt nicht so diese super krasse Feuchtigkeitsspendung haben, aber die haben halt mehr so dieses Bügeleisen, ne? Also dass du quasi dann auch eine geglättete Augenpartie bekommst. Und dann kam diese hier vor meine Füße und ich habe mir gedacht, von Bio Vegan Legit Beauty Deep Hydration Hydrogel Eye Patches, das sind diese hier. Ich muss mir auch nochmal die Inhaltsstoffe ganz genau angucken. Die sind deutlich kleiner als die von Dalton. Ne? Das muss man halt wirklich so auf dem Schirm haben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier ähnliche Inhaltsstoffe oder sowas drin haben. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ich die schon sehr ähnlich fand. Ich habe die jetzt nicht ein rechts, ein links verwendet, sodass ich da halt irgendwie den Unterschied hätte sehen können. Aber das fand ich schon interessant, muss ich wirklich sagen. Dann habe ich mein Augenbrauenserum aufgebraucht. Das ist das Lashlim von Özlem. Und da hat sie einmal hier ihr Augenbrauen- und Wimpernserum, was ich euch wirklich sehr empfehlen kann. Ich habe eine Freundin, die das auch verwendet das immer noch, ne? Sie sagte, Claudia, mir wachsen Haare an Stellen, wo ich vorher nie welche hatte. Das ist der Wahnsinn. Und sie hat recht, das ist bei mir auch so. Und ich finde auch, dass meine... Jetzt sind sie halt angemalt, ist klar. Aber die sind deutlich besser geworden, seitdem ich das verwende. Und das ist auch mein liebstes Augenbrauenserum. Muss ich mir definitiv nochmal nachbestellen, denn jetzt gerade verwende ich halt mein Grande Lash für meine Augenbrauen, weil das habe ich 2 Monate in Anwendung gehabt, ne? Und dann möchte ich ja natürlich es noch zu Ende aufbrauchen. Und ich an meinen Wimpern verwende ich die Serien halt immer nur 2 Monate und dann wandert das halt eine Etage höher, damit ich das Produkt auch wirklich aufbrauche. Aber Produkte an meinen Schleimhäuten möchte ich immer maximal 2 Monate in Daueranwendung haben. Und genau, das habe ich auf jeden Fall gerade an meinen Augenbrauen und auf meinen Wimpern oder an meinen Wimpern verwende ich das Revita Lash, Leute. Das ist krass, ne? Habe ich euch gestern im Haul auch schon gesagt. Claudi 15 müsst ihr euch bei Revita Lash auch gerade 15% Rabatt geben. Nun, auf jeden Fall habe ich hier das Augenbrauenserum aufgebraucht und kann euch das sehr empfehlen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Habe ich auch schon viel weiter empfohlen. Wie gesagt, ich habe allerhand meinen Körper eingecremt. Da habe ich hier von Garnier das Vitamin C Body Superfood. Da muss ich aber gestehen, das hatte ich schon seit einer Weile in Anwendung. Habe dann, upsala, aber pausiert, weil es einfach ein Riesenpott ist, ne? Und ich einfach mal was anderes nehmen wollte. Body Superfood, das ist hier mit Mango und Vitamin C. Ich fand das schön. Also wirklich eine schöne Bodylotion. Nicht zu reichhaltig, nicht zu sanft. Also für mich halt wirklich sehr gut. Den Duft muss man mögen. Das ist halt schon Mango, ne? Das ist sehr, 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 sehr Mango-lastig. Aber ich mochte den schon.
kann man definitiv sich mal angucken. Ne? Also das, die haben ja vor allem auch noch diese super krass pflegende Sache. Wie, ist das Kakao? Tonka ist das nicht, aber auch irgendwie Kakao, Shea, irgendwas. Das ist richtig geil, wenn ihr ja, vor allem im Winter halt so richtig trockene Haut habt. Ne? Oh, das nährt so mega. Dann habe ich ein Parfum aufgebraucht und zwar von Kajali. Ist es das Vanilla 28 in der kleinen Variante hier. Ja, ich mochte das, aber ich werde es mir nicht nachkaufen, weil ich habe andere Vanille-Parfums, die ich halt noch besser finde. Weil wenn ich halt sage, okay, ich möchte einen Vanilleduft haben, dann möchte ich entweder einen, der schon eine Komposition mit sich bringt, dass ich das nicht noch mit einem anderen Duft zusammen kombinieren möchte. Oder ich möchte halt einen puren Vanilleduft haben. Beides bietet dieser hier nicht. Also ich konnte ihn schon, ja, ich konnte ihn alleine tragen, klar, ne? Aber dafür fand ich den jetzt nicht so super besonders. Also ich habe den, sonst wenn ich halt so rausgegangen bin, habe ich den zum Beispiel mit dem My Way kombiniert für mich persönlich oder so. Mache ich mit dem Yum Pistachio von Kajali übrigens auch. Und ja, kann man machen, braucht man jetzt aber nicht unbedingt nachkaufen. Ich fand es trotzdem schön. Also der Duft war angenehm, keine Frage. Dann habe ich hier auch noch ein bisschen meinen Intimbereich gepflegt und zwar mit dem Aftershave Balsam Intim mit Milchsäure, Aloe Vera und Pfirsichblütenextrakt von Balea. Der ist parfümfrei und genau, ja, der hat bei mir ganz gut funktioniert. Noch besser funktioniert bei mir das von Dalton. Das Ding ist halt einfach, dass wenn ich mich rasiere, ich habe ja nicht nur im Gesicht eine sensible Haut, sondern wirklich von Kopf bis Fuß, auch auf dem Kopf halt, ne, oder auch in meinen Füßen. Und hier war das halt so, dass ich trotzdem noch einen Rasurbrand hatte, dass ich noch Rasurpickelchen hatte. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, weil wir haben ja eigentlich geile Sachen drin, Panthenol, Allantoin und so weiter. Wahrscheinlich sind die halt einfach nicht hoch genug konzentriert gewesen. Wirklich, keine Ahnung. Da habe ich ja selbst bei Dalton halt noch nicht das richtige Produkt im normalen Sortiment gefunden, sondern mir dann ja quasi eine Gesichtscreme umfunktioniert und nach unten wandern lassen, damit ich dort halt genau die Wirkstoffe habe, die ich halt genau dort brauche. Und das habe ich auch schon weiterempfohlen und bekomme sowohl von euch positives Feedback dazu, als auch von meinen Kolleginnen, zum Beispiel von Melli, die hat mir das auch immer mal wieder gesagt, dass sie das einfach richtig geil findet. Und auch von meinen Ansprechpartnerinnen von Dalton, die das selber halt auch mal dann ausprobiert haben. Und ja, das seitdem halt immer machen, ne? Genau. Die ist halt ein bisschen günstiger, aber dafür habe ich dann mehr Rasurpickel mit. Das ist halt so, ne? Das muss man halt immer für sich selber auch so gucken. Ja, bis man halt irgendwann das perfekte Pflegeprodukt für sich findet, ne? Aber so ist das halt. Jede Haut ist anders und das ist ja auch das, was wir zum Beispiel in unserer Dalton-Woche euch versuchen so ein bisschen zu erklären. Niemand hat exakt den gleichen Körper und exakt das gleiche Pflegebedürfnis oder das gleiche Hautbedürfnis wie ich oder wie du oder wie sonst irgendwer, einfach weil wir alle Individuen sind, ne? Und wir sind natürlich alle immer wieder auf der Suche nach der perfekten Pflege. Da ich das hier aber hier so ein bisschen beruflich mache, versuche ich natürlich auch immer nach links und rechts zu schauen, andere Produkte, andere Hersteller zu testen. Zum Beispiel jetzt aktuell, dass ich viel von Balea und Isana teste, um euch da halt ein komplettes Video auch zu machen zu können und da eine umfassende Review zu geben. Da habe ich zum Beispiel das ja auch schon mal mit Charlotte Tilbury gemacht, mit Skintegra habe ich das gemacht, dass ich da halt wirklich von einer bestimmten Marke oder einen bestimmten, doch eigentlich eine bestimmte Marke, ne, euch da auch so ein paar Produkte immer so ein bisschen erklären konnte. Genau. Lichtschutzfaktor habe ich fürs Gesicht aufgebraucht und zwar ist das dieser hier von San Ozon. Der Sensitiv ist das für empfindliche und trockene Haut, habe ich eigentlich gedacht, das wäre halt echt was für mich, ne? Lichtschutzfaktor 50+, wie gesagt, also der ist super. Der hat auch echt gut bei mir funktioniert, aber nicht in Kombination mit Make-up. Der hat gekrümelt, ne? Der hat schön Schutz gegeben, der hat sich gut auf meiner Haut angefühlt. Ich habe keine Pickel davon bekommen oder sonst irgendwas. Aber leider, leider, schade Schokolade, konnte ich den nicht unter Make-up verwenden. Und das ist für mich halt nicht gut. Ich muss einen Lichtschutzfaktor haben, den ich halt auch in meinem normalen Alltag verwenden kann, in meinem Job auch verwenden kann. Da kommt zum Beispiel der von Beauty of Joseon immer sehr, sehr gut. Auch der von Dalton, aber der ist, glaube ich, aktuell ausverkauft. Und ja, genau, deswegen. Also da ist leider Rossmann bei mir oder San Ozon in dem Falle ja leider durchgefallen. Dann habe ich ein bisschen meine Haare gepflegt. Da habe ich zwei Produkte aufgebraucht von Color Wow. Einmal ist das dieses Color Security Shampoo und der entsprechend dazu passende Conditioner in der Reisegröße, weil ich war ja auf Reisen und dann habe ich mir halt so kleine Größen auch mitgenommen. Ich fand die gut, die haben auch meinen Haaren gut getan. Sie haben aber nicht ganz so die, also Shampoo, ja, klar, läuft super gut, aber der Conditioner hat leider nicht so die krasse nährende Pflege gegeben, die ich zum Beispiel von Kaimana kenne oder von Kerastase oder so, ne?
Und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr teure Marke. Deswegen darf ich die auch durchaus damit vergleichen. Oder von, wie heißen die nochmal? Was mit G? Ja. Habe ich vergessen. Geek and Gorgeous ist es nicht. Das ist eine Abschminkgeschichte oder eine Pflegemarke. Steht da hinten. Grow Gorgeous. So, die sind halt auch nochmal pflegender für mich persönlich, ne? Genau, da ist Color Wow leider. Bei Shampoo und Conditioner nicht ganz so gut bei mir, aber ich glaube, das liegt auch eher daran, dass es die Color Security Reihe ist und ich einfach meine Haare nicht gefärbt habe. Also das ist meine natürliche Haarfarbe. Vielleicht funktionieren diese Produkte halt besser, wenn man halt gefärbte Haare hat. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, ne? Dann habe ich hier was drin und zwar, das hat aber hauptsächlich mein Freund aufgebraucht, Intensivschutz, Sensodyne Pro Schmelz, das ist diese Zahnpasta, die ist halt super mild, super angenehm. Und hier reden wir auch wieder davon, dass wir hier eine Zahncreme haben, die halt nicht diesen Abrasiv-Effekt hat oder so, dass du halt quasi den Zahnschmelz nicht runternimmst und deinen Zahn nicht schädigst. Eine sehr gute Zahnpasta, die, glaube ich, auch von seinem Zahnarzt da empfohlen wurde. Und ja, die kauft er sich auch witzigerweise echt ständig nach. Und die hat er sogar in meine Aufbrauchtasche geschmissen. Das fand ich auch ein bisschen abgefahren, ne? Oder es war Julius aus Versehen, man weiß es nicht. Irgendwer hat es auf jeden Fall gemacht von meinen Männern. Hier habe ich, wie eben angekündigt, Skintegra. Und da habe ich noch ein paar Produkte, die ich noch nicht ganz aufgebraucht hatte. Deswegen habe ich jetzt im Laufe der Zeit aufgebraucht. Das ist dieses Hydra B Advanced Hydration Serum. Genau, das ist ein Hyaluron-Serum in dem Sinne. Genau, und Vitamin B5 und B3 und Allantoin, also quasi das Provitamin B5 und Niacinamide. Allantoin beruhigt halt auch, ne? Lakritz und Ginkgo ist da auch irgendwie als Extrakt mit dabei. Ist ein richtig schönes Serum, was ich persönlich aber nicht in Kombination mit Lichtschutzfaktor verwenden kann. Jedenfalls nicht den ich morgens zu dem Zeitraum verwendet habe. Genau, das war einmal der hier von Zanoson gewesen und der von Balea, der aber komplett in meine Aussortiertkiste, glaube ich, gekommen ist. Auf jeden Fall krümelt das dann leider. Das habe ich bemerkt und das finde ich ein bisschen schade. Liegt wahrscheinlich an den Niacinamiden, die dann vielleicht mit den Inhaltsstoffen oder Wirkstoffen von den anderen Sachen nicht so wollte. Ich habe keine Ahnung. Naja, habe ich dann irgendwann auf jeden Fall abends aufgebraucht und da hat es halt gut Feuchtigkeit gegeben. Skintegra bekommt ihr bei Purish. Da könnt ihr mit Claudis Welt, Entschuldigung, Claudis Welt 10% drauf sparen. Sowohl auf die Sachen von meiner Collection-Site, wo das Produkt auch mit drauf ist, als auch auf die Produkte im Sale. Ne? Da kriegt ihr dann nochmal on top 10%. Dann habe ich hier von Bahia was aufgebraucht. Und zwar ist es eine Körpercreme mit Iris und Patchouli. 25 ml. Das hat, glaube ich, für einmal ein Creme bei mir gereicht. Ne? Hatte ich ja auch mit auf Reisen. Manche Sachen von Bahia sind richtig geil. Also manche hier Körpercremes und Körperpeelings. Das hier fand ich auch echt gut vom Duft her und auch von der Pflegewirkung. Ist auch richtig schön und schnell eingezogen. Das ist echt, ne? Du kannst nicht jedes Produkt von jeder Marke mögen. Das geht mir bei jeder Marke so. Bei Balea geht mir das so. Bei Dalton geht mir das so. Bei L'Oreal oder auch bei Garnier geht mir das so. Wirklich, das ist bei Schminke ja auch so, ne? Nicht alles passt zu dir, deswegen ist es bei Pflege ja genauso der Fall. Hier habe ich eine Zahnpasta, die hatte ich dann halt auch auf Reisen mit. Ne? Die hat, glaube ich, einen relativ hohen Abreibwert, wie auch immer. Deswegen habe ich die dann auch nur beim Event verwendet und danach dann auch nur so ein, zweimal pro Woche. Edelweiß White and Protect von Wade Switzerland Fluorid Toothpaste Soft Mint. Genau, einfach weil ich gedacht habe, wenn das halt White hier vorne dick und fett drauf steht, dass wir hier keine milde Zahnpasta haben. Das war einfach ein Vermutungseffekt und dann habe ich einfach Vorsicht statt Nachsicht walten lassen. fand ich okay, aber ich glaube, das Ding ist super teuer, ne? Also da kaufe ich mir wirklich lieber eine ganz normale. Dann habe ich hier was von Isana aufgebraucht, das mochte ich sehr gerne, das Argan Body Oil. Ich mag einfach gerne Körperöle, die verwende ich dann von Knie bis Hüfte bei mir. Einfach weil ich gemerkt habe, dass es mir gut tut. Ich habe da aufgrund von Wachstum meine Zebrastreifen, also meine Wachstumsfugen, wie auch immer man es nennen mag, und ein bisschen Zellulitis habe ich da halt auch außen. Und ich finde einfach, wenn ich da ein Körperöl verwende, pflegt das einfach nochmal ein bisschen mehr. Also wenn ich da eine spezielle Pflege und nicht die normale Bodylotion immer verwende. Und die hier mochte ich ganz gerne. Ich weiß gar nicht, also ja, hier steht Haare, aber ich würde es jetzt nicht so unbedingt in die Haare geben, weil ich glaube, dafür ist es zu klebrig, weil ich fand schon an dem Bein intens, um das mal so zu sagen. Ne? Ja, genau. Ja, aber war gut. Also auf jeden Fall bei dem Einsatzzweck, den ich hatte. Dann habe ich hier etwas verwendet und zwar von Verao, eine Booty und Boobs Cream. Die fand ich sehr witzig.
Das ist einmal diese hier, die hatten wir in der Box drin. Ich glaube in der Blissim Box oder in der My Little Box. Auf jeden Fall irgendeine französische Box, glaube ich. Auf jeden Fall glaube ich das. Und die habe ich an meinen Brüsten und auch an meinem Popo verwendet. Und ja, ich fand, ob ich da jetzt Bodylotion oder Deo verwendet habe, habe ich keinen großen Effekt gemerkt, also keinen großen Unterschied. Das, was ich aber gemerkt habe, ist, dass wenn ich halt das nicht nur auf meine Brüste, sondern auch so ein bisschen auf mein Dekolleté gegeben habe, und das habe ich ja dann quasi abends gemacht, und morgens dann Gesichtscreme aufgetragen habe, die ich dann ja auch immer so runterziehe, also im Prinzip trage ich meine Gesichtspflege ja wirklich bis hier auf, ne, hat es immer gekrümelt. Also das ist, glaube ich, wasserbasiert, und das, was ich dann als Gesichtspflege verwendet habe, ist dann vielleicht ölbasiert gewesen, und dann verträgt sich das, glaube ich, dann einfach nicht. Nee, war auf jeden Fall sehr witzig. Weil so vergisst du nicht, deine gewissen Partien einzucremen. Die habe ich dermaßen runtergerockt, weil ich ja auch meine Nagelfolien verwende, ne? Und dann wird das ja dann abgefeilt und irgendwann ist die halt wirklich blank. Sephora ist hier irgendwie aus dem Adventskalender Holiday Wipes gewesen, so eine Nagelfeile. Die ist jetzt uppe. Die ist runtergerockt. Da kannst du nichts mehr mit reißen. Dann habe ich hier von Sunday Riley die CEO 15% Vitamin C Brightening Serum Tube aufgebraucht. Da war nicht viel drin. 5 Milliliter, ne? Und ich mache das ganz gerne, dass ich, also die trage ich mir morgens auf, ne? Dass ich mir ein bisschen was von dem Vitamin C auf meine Hand gebe, dann meistens mit Hyaluronsäure-Serum halt mische. Dann mische ich das in meinen Händen direkt und gebe mir das dann auf mein Gesicht. Funktioniert richtig gut, sieht immer sehr, sehr schön ein, und ich mochte die sehr gerne. Also das war ein sehr, sehr, sehr schönes und angenehmes Vitamin C Serum. Ich mag Vitamin C. Vor allem halt jetzt so im Sommer voll mein Ding. Dann habe ich hier eine Bubble Maske aufgebraucht. Dazu habe ich euch, war das, ich glaube, ein Short gedreht oder so. Das war einfach witzig. Ich hatte Spaß, ja. Bubble Mask Oxygen Fusion. Das ist halt wirklich, wenn du deine, ja, deine Poren einmal so richtig durchspülen willst, ne? Das ist halt wirklich zur äußerlichen Behandlung. Und das macht halt wirklich, dass deine Haut sehr, sehr sauber wird. Also sauber, gepflegt, klar, rein. So kann man es nennen, ne? Und die Haut ist aber danach nicht so quietschesauber, sondern die ist gepflegt. Die, also du, ne, machst die Maske, lässt die aufschäumen, nimmst die runter, hast eine babyweiche Haut, und die kann ich euch wirklich auch empfehlen. Dalton hat schon richtig gute Masken und die macht einfach Spaß. Also wirklich, du siehst damit aus wie ein Schneemann, ist so ein bisschen wie Schnee im Sommer. Für mich einfach immer witzig. Okay, dann habe ich hier von Naive die Nuturing Cream für Baby und Kinder aufgebraucht, beziehungsweise haben wir an Julius aufgebraucht. Fand ich nicht so gut wie die von Baby Love, muss ich wirklich sagen. Aber ja, ich glaube, das war die, wo mein Freund gesagt hat, Julius riecht nach Senf. Ich glaube schon. Hier habe ich eine Maske aufgebraucht von Kiehl's, die Calendula Petal Infused Calming Mask. Also du hast halt wirklich auch Blütenblätter hier mit dabei gehabt. Das ist mit Ringelblume. Die hat auch wirklich beruhigt. Die habe ich dann gemacht. Ach, Monsieur will jetzt... Nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt will er aufstehen. Die habe ich dann an dem Morgen gemacht, nachdem ich so ein Enzympeeling gemacht habe. Hat mir sehr gut gefallen. Kiehl's ist generell eine Marke, die ich sehr, sehr gerne in Hautpflege auch mag. Auch das habe ich mir mitgenommen auf Reisen und dann zu Hause aufgebraucht. Oh, warum gefällt mir das so gut? Das ist so teuer. Das ist unverschämt. Es ist unverschämt. Du kannst es nicht anders sagen. Clé de Peau, Leute. Welche Berechtigung hat diese Marke? Ich meine, das müssen ja wirklich Inhaltsstoffe sein, die im Mondschein, bei Vollmond von ganz bestimmten Menschen handgeklöppelt, gepflückt werden und dann ganz krass irgendwie verarbeitet und hier rein. Wow, die ist aber so gut. Also die hat so gut auf meinem Gesicht gewirkt und ich weiß nicht warum. Hier sind 5 Milliliter drin, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, das Originalprodukt davon, also eine Originalgröße, kostet mehrere hundert Euro. Ah, warum hat die mir so gut gefallen? Und die war so schön. Die hat meine Haut toll gemacht. Sie hat sie genährt, aber war nicht so klebrig, glitschig. Die war so gut. Aber die ist viel zu teuer. Naja, ich freue mich drüber, wenn ich sowas in meinem Advents- oder in Adventskalender generell drin habe, weil dann kann ich die dann nochmal irgendwann verwenden. Ich hatte auch eine Augencreme davon verwendet, ne? Man darf sowas nicht verwenden, weil dann hat man ja wieder eine neue Geschichte, mit der man Sachen vergleicht. Und das ist halt echt schon... Die hat die Messlatte sehr hochgelegt, wobei dann irgendwann auch der Preisfaktor kommt und der drückt dann von oben rauf und sagt, nein, sie ist im Kombi. Oh, das ist schon hart. Hydrofugal habe ich leer gemacht, Duschfrische, frischer Duft, starker Schutz. Ja, das ist einfach so ein Deo-Roller gewesen, den habe ich abends verwendet. Und ja, nach dem Duschen verwende ich Deo, ja, einfach weil ich nicht gerne im Bett viel schwitzen möchte. Und
Nachdem ich dusche, vergehen mehrere Stunden, bis ich dann irgendwann auch im Bett liege. Also jetzt zum Beispiel drehe ich um 22:30 abends. Dann werde ich irgendwann nachher so gegen 12 duschen gehen und dann werde ich noch allerhand machen und bin dann so ungefähr, dass ich um 3 Uhr ins Bett gehe. Das heißt, ich habe dann ja ungefähr 3 Stunden, 2,5 zwischen Duschen und ich gehe ins Bett. Und da verwende ich ein Deo. Ja, das ist einfach schön. Und diese Duschfrische fand ich halt auch einfach angenehm, weil es hat sich wirklich angefühlt wie Duschfrische. Ne? Also das war schön. Dann habe ich hier ein Parfum aufgebraucht von Goldfield & Banks, Australia Sunset Hour. Das war in dem Parfori Adventskalender drin. Eine kleine Geschichte mit 5 Millilitern, also so eine kleine Probe. Man kann den Adventskalender von Parfori, glaube ich, jetzt auch schon kaufen wieder. Ne? Also habe ich schon vor einer Weile bestellt. Und ich glaube auch, dass wir dieses Mal auch wieder ganz, ganz viele dieser Proben drin haben werden. Angeblich nicht so viele Gutscheine. Ich bin mal gespannt. Naja, diesen Duft fand ich nicht umwerfend. Also nicht so genial, dass ich sagen würde, ich will mir den nachkaufen. Nö. Nö. Wirklich nö. Ich habe den dann noch ein bisschen kombiniert mit dem von Kajali. Manchmal habe ich den auch kombiniert mit einem anderen, den ich unten stehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Von Ayat oder sowas. Also irgendwie so ein orientalischer oder so. Das hat nicht ganz so gut harmoniert. Genau, also den würde ich vielleicht eher wirklich mit einer Süße kombinieren. Aber alleine den zu verwenden, fand ich jetzt nicht so. Nö. Dann habe ich hier noch was aufgebraucht von Y, den Body Clean Cleanser Melrose Place. Das ist dieser hier. Der ist leider sehr, sehr schwer zu verteilen gewesen, aber ein schöner Duft. Also ich mag ja gerne diese blumigen Düfte unter der Dusche. Ne? Ich fühle mich gerne, als würde ich mich in eine Blumenwiese legen und dann kommt Regen auf mich herab und ich wälze mich in dieser Wiese. Und das, so dieses Gefühl habe ich gerne unter der Dusche. Oder als würde ich in einem Süßigkeitenladen liegen und dann gehen halt diese Sprinkler an und ich wälze mich in den Süßigkeiten. So in der Art. Das ist quasi so ein bisschen mein. Wow, Claudi. Es ist spät. Wir merken es alle. Dann habe ich eine Mundspülung von Dontodent aufgebraucht. Das ist diese antibakterielle Geschichte gewesen. Ich sage schon wieder so viel Geschichte, ne? Tut mir leid. Hatte ich im Trashy drin. Habe ich mir als Goodie mal irgendwann rausgenommen. Das mochte ich gerne. Das ist ohne Alkohol gewesen. Und ich bin ja sonst wirklich auch immer bei Dontodent und bei, wie heißt das von Rossmann, weiß ich gerade gar nicht, immer auf dieser Sensitivschiene. Und das hier war einfach diese antibakterielle ohne Alkohol. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also da hätte ich jetzt auch keine Last mit, das jetzt nochmal zu verwenden. Das fand ich schön. Hier habe ich sie auch, die Kiehl's Creamy Eye Treatment mit Avocado. Ne? Das ist einmal diese hier. Ich habe sie extra nochmal getestet, um euch wirklich dann auch sagen zu können, dass ich die von Dalton besser finde. Und da habe ich einfach nochmal so ein bisschen meine Erinnerungen aufgefrischt. Manchmal brauche ich das offensichtlich. Und ja, tatsächlich habe ich aufgebraucht und habe ich gemerkt, dass ich die nicht so geil finde wie die Regenerant. So, 3 habe ich hier noch. Der Hammer, Leute. Und trotzdem, dass hier gar nicht so viele Produkte waren, habe ich doch ganz schön viel geredet. Ne? Ja, hier habe ich eine Maske aufgebraucht von Clarin, die Cryo Flash Cream Mask. Die war auch mal in, ich glaube, einem dieser Parfümerien-Adventskalender drin. Ne? Cryo Flash, Leute. Achtung, Achtung, die kühlt. Ne? Das ist im Sommer richtig genial, aber erschreckt euch nicht allzu sehr. Ich bin dann quasi, ich stehe dann ja nicht einfach still, wenn ich die drauf habe, sondern ich putze mir die Zähne. Julius ist mit dem Bart, ich tanze ein bisschen. Das heißt, da kommt Bewegung, da kommt Wind in mein Gesicht. Und das war richtig kalt. ja, wenn 35 Grad draußen, richtig geil. Wenn nicht 35 Grad draußen, sondern vielleicht minus 5. Bisschen kalt, aber ich fand sie schön. Doch, ich mochte sie. Und jetzt denkt sich der Mr. Wow, hier nochmal aufstehen zu müssen. Das ist ja super hier. Wir kuscheln gerade. Einen Toner habe ich aufgebraucht und zwar von Dr. Barbour, der Refine Rebalancing Liquid. Das ist einmal dieser hier. Den mochte ich. Also ein schöner, für mich persönlich nicht ganz so milder Toner wie der, den ich gerade in Anwendung habe, aber trotzdem schön. Den habe ich natürlich in Anwendung genommen aufgrund von auf Reisen gewesen und ich brauchte was Kleines. Und doch, den mochte ich wohl. Ich brauche jetzt nicht unbedingt bei einem Toner etwas, was bei mir die Haut verfeinert, sondern eigentlich eher was beruhigt. Aber für den Moment, wo ich es verwendet habe, war es okay. Aber wirklich langfristig, ne, gehe ich dann eher auf das Hautberuhigende. Und das habt ihr wahrscheinlich auch schon im Project Pen gesehen. Dazu setze ich euch mal ins i auch nochmal ein Video. Das mache ich mit ein paar anderen Kolleginnen, wo wir dann monatlich auch so ein bisschen unsere Produkte abwiegen. Jeder hat so ungefähr 10 Produkte.
Und dann sieht man einfach im Laufe der Zeit zu, dass man versucht, diese dann aufzubrauchen oder das Pfännchen zu erreichen oder so. Und dann teilen wir halt miteinander unsere Fortschritte und freuen uns einen Keks. Da hatte ich auf jeden Fall mit im Projekt diesen Ultimate Lipgloss von M. Asam. Das ist in der Farbe Frosty Sweets gewesen einer und den mochte ich richtig gerne. Ich habe einen kleinen Spoiler für euch Leute, denn hinter euch da vorne befinden sich zwei Adventskalender von M. Asam. Die darf ich nämlich dieses Jahr vorstellen. Anfang September wird das ungefähr dann online kommen. Freut euch schon mal. Abonniert super gerne den Kanal, was ihr wahrscheinlich gemacht habt, wenn ihr dieses Video schon so lange geguckt habt. Ne? Und verpasst ihr keine Adventskalender-Unboxings oder generellen Content von mir. Ich hoffe, dass ich euch hier ein bisschen Inspo geben konnte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Produkt ihr so zuletzt aufgebraucht habt und wie so eure Review dazu ist. Das würde mich wirklich interessieren. Und das war's. Wenn es dir hier gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.